Ich glaube, da muss ich erstmal Ressourcen farmen, damit ich irgendwelche Waffen-Dinger herstellen kann. Oder was ist irgendwelche coolen Sachen? Kompakter Lidram, ne? Plasmakern. Ja, der passt halt nur scheinbar auf die kurze Waffen. Planet Cracker. Tesla-Kern. Ne, passt doch wirklich nur auf die Waffe, diese Mod. Okay. Nun gut. Dann habe ich erst noch eine Waffe, das ist nicht so wild. Waffen-Upgrades, was man natürlich macht. Kurz mal den Safer einladen. Brauche ich nicht, gut. So, jetzt hätte ich gar nicht schon Munition geguckt. Gibt noch hier noch Munition? Boah. Ich kann mal kurz noch einen kleinen Stack herstellen. Man weiß ja nie. So ein wenig Munition kann ich herstellen. So, jetzt müsste ich 17 haben und 20, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, okay. Dann geht's weiter. Da lang. Da haben wir noch schöne Ressourcen? Nee. Einen Schrank? Nee. Okay. Hallo? Ja, was ist die Scheiße hier? Die können ja nicht, die machen nicht so viel Schaden, die sind halt eigentlich bloß nervig. Okay. Ah, die Viecher, kann ich mich noch erinnern, den sollte man einfach nicht die Bombe aufschießen. Dann spawnen diese kleinen Scheißviecher raus. So. Ach ja. Die Scheiße kann ich mich noch erinnern. Hier bin ich eh mal gestorben, als ich irgendwann mal den Hardcore-Modus probiert habe. Aber erst später jetzt noch nicht. Da muss man jetzt nämlich diesen neuen Zug in Gang bringen. Den muss man hier nämlich eine Weile überleben. Und da war glaube ich die Stelle, wo dieser blöde unsterbliche Wichser da kam. Den man ja irgendwie aus den Vorgängern kennt. So, ich glaube die Leichen sollte ich irgendwie auch kaputt machen. Weil wie gesagt, diese kleinen komischen Krabbelfiecher, die können die Leichen übernehmen. Nehmt gerne mit, da war hier drin. Noch eine Platine. Plus 1 Nachladen, plus 1 Schaden, das ist gut. Das ist wie Schrot von der Fläche, ganz nice. Okay, sonst ist erstmal nicht. Ja. Ach, Mist, scheiß wieder hier. Medikit absnitten. Ein paar Halbleiter. Der hier. Einfach so noch welche. Okay. Ja. Das leuchtet nur grün. Der Hannover Bahn, ist das so. Okay, ist ja mal zugerufen. Koalition registriert. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Na, das machen wir halt mal. Leute! Irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Bakker. Ich sehe mir das mal an. So. Ist das rot? Nee. Das ist rot. Ein paar Wandler. Nehmt gerne mit. Ja, komm her. Scheißwüchner. Das könnte mich rein an. Ja. Ja. Das ist nervig, ja. Ich glaube, die haben ziemlich fiese Schüsse geschossen, oder? Ich glaube schon. Ah.
Okay. Müssen wir hier rein? Ne, wahrscheinlich nicht. Okay. Da hat der gedroppt. Ersatzzellebox, nice. Da kriegen wir ein bisschen Ressourcen her. Der sonst noch irgendwas. Oh. Ist nett. Nein. Weiter jetzt. Zum Cargo Ops. Was auch immer die da machen, wahrscheinlich den ganzen Tag schlafen. Wenn jetzt ja nicht mehr, sind sie ja alle tot. So, hier ist es dunkel. Oh mein, ist der schon da? Auch nicht mal länger sonst. Kann ich ja mal kurz rannehmen. Das kann ich auch die Platine einbauen. Das ist ja ein komischer Bot ja da. Und gucken, was er mir gebracht hat. Für schöne Ressourcen. Wolfram. Rationspunkte. Genau, diese Rationspunkte kann man auch benutzen, um sich so ein Pakete zu kaufen. So eine Ressourcenpakete. Was? Ich war nicht. Objekt herstellen. Ach da. Jetzt. Stimmt, jetzt muss ich diesen Teig immer noch nicht angemacht. Das ist auch nicht so wichtig. Wie gesagt, noch habe ich noch Rationspunkte, glaube ich, hoch. Boah, war mit 50 oder so? Na, dauert ein bisschen auf jeden Fall. So, ich werde jetzt erstmal das Upgrade herstellen. So, nachladen war das, glaube ich, war. Die zwei mal von. Feuerrad und Schaden ist für die Schrotflinte. Nachladen und Schaden ist für das Obertool, genau. So, okay. Nice. Okay, schon ordentlich was drin, da. So viel Munition jetzt verbraucht. Noch nicht viel. Bisschen mit über 10. Okay. Okay, ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Stücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Injektionsfeld. Habe ich schon einmal, das ist diese komische, diesen komischen Strahl schießt, diesen, naja, breiten Strahl, ja. Okay. Hier muss ich jetzt ein bisschen puzzeln. Ich weiß, wenn man hier Koop spielt, dann muss der eine puzzeln und der andere muss den verteilen. Das war eigentlich eine recht coole Stelle, sag mal. Weil sich die Aufgaben so ein bisschen aufteilen, aber wenn man halt jemanden spielt, der weder schießen noch puzzeln kann, dann ist schlecht. So, wie war das? Mal gucken, so. Wie war das andere zu drehen? Mausrad? Nein, hoch runter. Achso, linke. Okay, alles klar. Nee. So. Für die Puzzleteile, die sind irgendwie ein bisschen schwer zu erkennen, wie die miteinander hören. Ich glaube, bei manchen hat man wirklich da ewig rumgepuzzelt. So. Ganz einfach. Ich glaube, bei den letzten, da kommt irgendwas, das ist ziemlich komisch irgendwie zum Zusammenpuzzeln. So, warte, so, so. So. So vielleicht. Ja. So. Gut. Ja. Die geht noch alle wieder weg. Und okay, ich hab's ja schon eben gemacht. Am Anfang steht immer wirklich ein bisschen komisch da. Ja, so. Na, ist auch nicht. Das ist auch jetzt fast gepasst. Warte mal. Mal gucken. Naja, so nicht. So bestimmt. Auch mal ein bisschen random rumdrücken hier. Ich glaube, der letzte war immer der, war irgendwie am schwersten. Der war irgendwie wirklich komisch, ja. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, dieser unsterblich, oder? Achtung! Frachtfehler in Bucht 4. Isolierungsstörung.
Störung registriert. Biologische Anomalien vorhanden. Bitte Vorsicht walten lassen. Ich glaube, das war jetzt dieser Unsterbliche, den ich jetzt hier an Bord geholt habe. Normaler Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Okay. Das waren diese Säure, Wichser. Ah, kommt der. Halbleiter nehme ich natürlich schon mal gerne mit. Dann haben wir hier noch ein bisschen Gel und Munition, nehme ich auch gerne mit. Dann haben wir hier noch mehr Halbleiter. Nein. Ich merke gerade, ich benutze das Stasi-Modul schon relativ wenig, aber eigentlich muss ich es nicht vor. Alter Vater, wollte ich mir gerade ins Gesicht fassen. Und dann kam der auf immer hier aus dem Fahrstuhl raus. Links ist es mal ein bisschen schneller nach unten. Hat sich auf jeden Fall übergangen. Hat jetzt Schaden bekommen? Nee. Nicht. Mit Cargo Ops. Auto-Nachricht nicht wichtig. Da. Was ist das? Ah, eine Bohrspitze. Die nehmen wir mal kurz mit. Mal weg hier, blöde Leiter. Kommt mal her. Blockt mich hier. Scheiß Lampe oder was? Hey, denken Sie an Ihr Chinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Das ja, das ist noch vom ersten Teil. Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe den Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Spoiler-Alarm, das hast du mich dran. Was auch sonst? Ich will überleben, da gab es eigentlich beim ersten Teil. Ich überlege gerade, okay, hat der einer überlebt? Glaube nicht, oder? Die Ellie hat man, die trifft man erst im zweiten Teil. Oder trifft man die auch im ersten? War die da schon dabei? Weiß ich gerade ja auch nicht. Ne, stimmt, die trifft man auch erst im... Ach ne, auch nicht so wichtig. So, erstmal gucken, wo das hier hingeht. Ach ja, hier ist ja Kumpel. Da werde ich jetzt sicherlich mal mein Chinesen-Modul, mein Stasi-Modul einsetzen müssen bei dem. Ja, ansonsten liegt mir der nämlich ziemlich auf den Sack. Das Vieh regeneriert sich! Wie willst du es dann umbringen? Werde ich nicht! Mich jetzt einen Abgang machen. Aber wie viel Zeit muss sein zum Looten? Natürlich gerne mit. Jetzt sei mein, ich hab's hinten gerade liegen lassen.
Easy peasy. Stasi-Paket muss ich eigentlich noch dabei haben, oder? Genau, jetzt muss ich hier in der Welle überleben. Dann beim ersten Mal ein bisschen gestorben. Könnte mal kurz ein bisschen Stars absnacken. So, ab jetzt. Halt. Wollte was warten, bis die alte Bahn kommt. Wow, gerne. Der kam jetzt ein wenig unerwartet. So, okay, das lädt auf. Ein bisschen klein halten hier. Den auch. Der Zug wird in Kürze abgeschmiert. Bitte haben Sie Geduld. An Stase. Alter Vertrag, von denen sollte man sich nicht treffen lassen. Wow. Das ist schon da. Na denn. Okay. Wenn man weiß, was den erwartet, dann ja, ist das nicht so schwer. Yep. Sie verfolgen eben schon durch den ersten Teil. Okay,